Ja, herzlich willkommen hier bei Dirt Rally in einer Online-Etappe, in einem Online-Event, ein Tagesevent, um genau zu sein. Da gibt es heute Värmland, Schweden, Etappe 1, Storjangen Sprint umgekehrt. Werden wir machen mit dem Ford Cosworth. Den kann man sich hier mieten quasi, also der kostet nichts oder so, den kann man, der wird einem zur Verfügung gestellt. Und da wollen wir heute mal eine Runde eiern mit dem Gerät, da ist das gute Stück, ganz in Blau heute. Ich habe mich da noch umgeschraubt oder so. Neue Kameraeinstellung heute mal. Bisschen leise der Gerät. Okay. Schauen wir mal. Sofort lange Welle. Ey, Karamba, mir kocht die Blut. Mann, mach doch nicht so einen Scheiß, Digga. Ich glaube, es ist ein Allrad. Mal sehen. Oh, Baby. Das schmiedert hier. Sein Arsch wackelt ganz schön. Was für ein Allrad? Alter, ey. So, weiter. Ja, wollen wir mal gucken, welche wir jetzt überlegen heute. Kann ja eigentlich nichts Tolles werden. Alter, dann geht aber auch quer, Junge. Wir sind zur Zeit angegeben. Komm schon. Was habe ich getan? Normalerweise gibt es hier keine schnellsten Zeiten oder so. Also zumindest wirst du da nicht irgendwie bewertet nach irgendwas. Da ist es meine Zeit, das kann ich nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, weiß ich gerade nicht. Das ist mir neu, dass das bei Online-Events so ist. Ich höre den Typen noch nicht so gut. Dafür, dass ich im Auto sitze. Hallo, nicht da drüber, nicht da drüber, nicht da drüber. So. Rechts 4. Links 4 macht auf über Kuppe 8. Achtung, links 5 über Kuppe 8. Nein, über Kuppe 100. Weiter. Komm, komm. Links 2 ist 1. Rechts 3 macht auf lang. 60 über kleine Kuppe, links 4, 60. Oh nein! Fuck you, einmal zu spät, Bill. Komm schon! In die andere Richtung fahren. Ja, ist mir klar, Junge. Die Fresse, Alter. Oh, lecker mio, diese Berge hier, du. Wo hast du den ganzen Schnee gekauft? Fuck it. Das war doch gut genommen, die Kurve, oder? Buja, Kabuja, du bist das Fleiß. Krasse Schnee, weißt du? Also jetzt in echt, meine ich, ne? Hier finde ich eigentlich ganz cool. Sieht schön aus. In echt sieht er auch schön aus. So Schnee finde ich auch schön in echt, ne? Also da sieht alles so schön weiß aus, so schön neu irgendwie anders. Ah, das wollte ich nicht, tut mir leid. Würdest du wohl mal bitte, danke, den Dank anschmeißen. So. Da sind wir auch schon wieder auf der Strecke drauf. Ja, wir kriegen es nicht mehr geregelt. Rechts 4 lang, Kuppe 5. Könnte sein, dass das wirklich eine persönliche Bestzeit ist. Oder gegen die Zeit, die man hier persönlich rechts gefahren lang, ist. Gegen die, dass man gegen die fährt. Das könnte natürlich nicht sein. Rechts 3, bin ich mir nicht ganz sicher. Demnach wäre ich ja ganz schön hinten dran, ne? Hätte ich außer im Abschnitt 2 hatte ich da meine beste Zeit da geschlagen. Falls das so ist. Vorsichtig, könnte natürlich sein. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte jetzt gerade so. Sehen wir gleich da, wenn das steht da, oder in welchem Auto man das gefahren ist. Dann weiß ich, ob das mal eine Zeit war.
Falls das so steht. Das meine Zeit ist verdummt, ist das hier eng. 40 über 40 Also, Community Delta. Ja, wer immer das ist, ich habe nur plus 37 Sekunden. What? War das jetzt gut oder schlecht? Wir drücken mal auf Weiter, wir werden mal sehen, wo wir landen. Also sonst stehen da immer 2 Minuten oder so. Ja, weiß ich auch nicht. 1,40, wir sind 633 da. Also meistens fahren hier so 2000 Leute mit. 1000. Also bei diesen Tagesevents sind irgendwie 1000. Das kann natürlich auch mehr werden, ne? Ist ja klar. Ich meine, ich weiß es gar nicht genau. Da müsste man nach unten gehen oder so. Nö, aber ich werde es nicht tun. Leute, ist mir egal. 600 da, ist mir scheißegal. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Und ja, wenn es gefallen hat, ne, wisst ihr Bescheid. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.